Das wissen die ersten Zahlen. Jetzt wird sich also zeigen, in welche Richtung wir gehen werden. Die Prognose für die Landtagswahl in Brandenburg, sie liegt also jetzt vor. Und jetzt werden wir mit Spannung auf die aktuellen Werte schauen können. Blicken wir also auf die Prognose. Die SPD kommt danach auf 32%. 32%, dort ist die SPD. Das ist ein sehr gutes Ergebnis, muss man sagen, von dem, was sie hatten. Die AfD dahinter mit 29. Also nach der Prognose muss man jetzt tatsächlich sagen, dass die SPD vorne liegt. 3 Prozentpunkte nach der Prognose, das ist schon ein wirklich großer Abstand. Die CDU 11,5%. Die Grünen sind draußen nach der Prognose mit 4,5%. Also eigentlich auch relativ sicher draußen. Die Linkspartei ebenfalls draußen als Partei mit 4%. Die Freien Wähler 2,5%, ebenfalls draußen. Die waren ja noch im letzten Landtag mit vertreten. Und jetzt das Bündnis Sahra Wagenknecht. 12% hat sie aus dem Stand eingefahren. Die sonstigen Parteien liegen bei 4,5%, spielen also überhaupt keine Rolle. Und was bedeutet das jetzt in Gewinnen und Verlusten? Die SPD hat tatsächlich noch einmal 5,8 Prozentpunkte gut gemacht. Wer hätte das noch vor 2, 3 Wochen gedacht? Die AfD hat ebenfalls natürlich gewonnen, 5,5 Prozentpunkte gut gemacht. Die CDU hat 4,1 Prozentpunkte verloren nach der Prognose. Also es gibt überhaupt keinen Friedrich-Merz-Effekt im Moment. Die Grünen abgestraft, -6,3%, genauso wie die Linkspartei, -6,7%. Und die Freien Wähler haben ebenfalls verloren, -2,5%. Und das Bündnis Sahra Wagenknecht, ja, da muss ich jetzt mal hier ein bisschen so in die Ecke gehen. Nee, ich gehe am besten mal hier rüber, weil der Balken ist natürlich aus dem Stand zweistellig, 12% Zuwachs. Also das ist schon sehr interessant, dieses Wahlergebnis. Und wir können tatsächlich sagen, dass Dietmar Woidke, so wie es also aussieht, dass er diese Wahl nach der Prognose zumindest für sich entschieden hat. In der Sitzverteilung sieht es im Moment nämlich so aus, dass die SPD stärkste Kraft bleibt mit 33 Sitzen. Die AfD, sie kommt auf 30 Sitze, die CDU nur noch auf 12 Sitze und das BSW, es wird 13 Sitze einfahren. Was heißt das jetzt für die Koalitionsbildung? Das wird natürlich interessant. Die alte Koalition aus Grünen, CDU und SPD kann also nicht weitermachen. Die SPD braucht Koalitionspartner mit der CDU zusammen. Würde es sogar reichen? Nach der Prognose könnten die SPD und die CDU eine, naja, sogenannte Große Koalition, wie wir früher gesagt haben, bilden. Das würde also reichen. Sie haben die absolut genaue Mehrheit, hauchdünn. Aber es würde reichen, nimmt man das BSW dazu, wäre es natürlich eine klare Mehrheit. Aber man muss an dieser Stelle sagen, Brandenburg hat ein sehr kompliziertes Wahlsystem. Die Direktmandate spielen da noch eine Rolle. Da könnten die Grünen noch einziehen, da könnten die Freien Wähler noch einziehen. Auch die Linkspartei könnte einziehen. Also das wird heute Abend wirklich noch richtig spannend bleiben. Wir können im Moment nur sagen, für Schwarz, Rot würde es reichen. Und das bedeutet natürlich auch, dass diese Prognose jetzt auch deutlich zeigt, dass wir davon ausgehen können. Und das, glaube ich, wird eine schöne, interessante Gesprächsrunde werden. Wie geht es weiter in Brandenburg? Aber Dietmar Woidke scheint, Uli, gewonnen zu haben. Ja.